Hier war ich schon mal. Krähe? Ah! Was ist... Du hast mich... Du hast... Was machst du hier? Hab ich nicht. Ich mein, okay, hab ich. Ich hab dich nicht gesucht. Sag jetzt nichts. Es ist ein Dach über dem Kopf. Wo sind wir? Das ist das Journeyman Inn. Ich meine... Das Journey? Was ist mit der Wirtin? Benrim? Tot und begraben, wie alle... Ich muss zugeben, dich hatte ich auch für tot gehalten. Die Einzelheiten sind immer noch etwas verschwommen. Ich auch nicht. Ich weiß nur noch, dass ich nach deinem Verschwinden irgendwann in Sadir war. Sadir? Heimat der Asadi. Diese Gepanz... Ich erinnere mich... Wenn du ein sprechender Vogel bist, an einem Ort, wo man die Jagd auf... Später vielleicht. Hey, erinnerst du dich, dass wir uns im Traum begegnet sind? Ich erinnere mich, dass ich letzte Nacht von dir Moment mal, wieso kennst du meinen Traum? Es war auch mein Traum. Dringst du jetzt schon in meine Träume ein? Oh, oh, Gott der Raben! Hoffentlich weißt du nichts von dem mit den Hühnchen und... Hat Abnaxus noch etwas gesagt, nachdem ich fort war? Der Bucklige? Der aussieht, als hätte er bei der Verteilung der Hässlichkeit ganz laut Hie gebrüllt? Ja, hat er. Ehrlich gesagt verstehe ich nur die Hälfte von dem, was er absondert. Aber es war sowas Ähnliches wie... Bring sie her. Du wirst sie hergebracht haben. Du wirst sie herbringen. Du hattest, hast, wirst... und so weiter. Ich glaube, im Grunde ging es um, naja, irgendwas mit irgendwen irgendwo hinbringen. Aber nagel mich nicht drauf fest. Dieser Ort in dem Traum, wo ist der? Das fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Ich hab was geträumt, das ist alles. Es war wie eine große weiße Leere. Hätte überall sein können. Ich schätze, das war der Nordpol? Das glaube ich kaum. Der Südpol? Abnaxus erwähnte die Kinder der Purpurberge. Die Oola? Nie von gehört. Aber die Purpurberge, die sollten doch leicht zu finden sein. Oh, du weißt, wo die sind? Nein, aber komm schon, Purpurberge. Die meisten Berge sind grau oder weiß. Purpurne gibt's nicht gerade viele, sind doch sicher nicht schwer zu finden. Ja, nee. Klingt, als könnten wir dabei etwas Hilfe brauchen. Wir? Hör mal, keine Ahnung, wo dieses Wir plötzlich herkommt. Mir geht's alleine ganz prima. Außerdem kann ich ein weiteres Abenteuer definitiv nicht brauchen. Hat sich ausgeabenteuert. Von jetzt ab bin ich ein abenteuerunlustiger Vogel. Nein, geh du nur und such dir selber Hilfe. War nett, dich mal wieder zu... Abnaxus hat dir aufgetragen, mich hinzubringen. In einem Traum. Im Traum. Wenn ich jetzt anfinge, auf meine Träume zu hören, das wäre ja noch schöner. Das war nicht nur ein Traum. Es war eine Vision. Träume, Visionen, Albträume, Halluzinationen. Die fallen alle unter die Überschrift wirklich dämliche Ideen. Tja, einen anderen Anhaltspunkt habe ich nicht. Also mache ich mich mal auf den Weg in die Purpurberge. Warte. Hast du Flügel? Das ist... Wenn nicht... Verstehe. Krähe muss aus einem Grund hier sein. Oder ich bin aus einem Grund dort, wo Krähe ist. Das kann nicht nur Zufall sein. Ich meine, er ist in mein Traumvisionsdings geplatzt. Überall liegt Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile... Es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus.
Beides etwas Gutes. Keine Klinke. Ich kann sie nicht öffnen. Ich schätze, ich brauche Krähes Hilfe, um zu schaffen, was ich auch immer hier tun muss. Er ist mein offiziell zugewiesener Sidekick. Nach dem, was ich aus Legenden und Märchen weiß, muss jeder Abenteurer einen haben. Warum wohnst du? Wo soll ich denn sonst? Im Prinzip bin ich Heimat. Ich schaue nicht abschätzig. Was? Die Realität. Irgendwas. Alles Mögliche. Das kann ich alles tot. Überall liegt Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile geschlossen sein. Der einzige Weg hier raus. Sofern ich unterwegs bin. Es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Beides etwas Gutes. Es sieht nicht so aus, als würde sich noch jemand um diesen Ort kümmern. Ich meine, das ist ein richtiges Loch im Dach. Sprechender Vogel, witziger Begleiter von Frauen auf Abenteuern, gelegentlicher Journalist. Hast du schon einen Weg hier rausgefunden? Vielleicht ist die Gesellschaft der Gefiederten nicht so progressiv. Daher verzeih ich ihm. Wenn du dich ganz doll konzentrierst, wachsen dir vielleicht Flügel und du kannst wegfliegen. Wenigstens regnet es nicht. Keine Klinke. Ich kann sie nicht öffnen. Krähe muss aus einem Grund hier sein. Ich habe oder ich ja bin aus einem Grund dort, wo Krähe ist. Aber das ist mein das Zuhause kann nicht nur Zufall und du sein. Störst. Ich meine, er ist in mein Traum. Es sieht nicht so aus, als würde sich noch jemand um diesen Ort kümmern. Wenigstens regnet es nicht. Es sieht nicht so aus, als würde sich noch jemand... Wenigstens regnet es nicht. Es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Da oben ist irgendwas glänzend. Was ist das? Da oben ist irgendwas. Was ist das? Hey, Krähe. Was? Den Türgriff, den ich abmontiert habe, damit... Im Ernst? Die junge Dame...
Hast du schon einen Weg hier rausgefunden? Ich dachte, du wolltest da bleiben. In diesem Gottverd... Ich hab genug davon, wie ein Mückenfänger zu leben. Ganz ohne Abenteuer. Also... Jemanden suchen, der mir helfen kann, die Purpurberge und das... Und welche Art Abenteuer ist es denn? Ein beschwingter Spaziergang auf sich potenziell lebensbedrohlichen Gefahren auf... Ich würde sagen, let's... Oh, toll! Ganz... Mit Krähe bei mir fühle ich mich besser, auch wenn ich nicht genau weiß, was er machen könnte. Ein nutzloser Sidekick ist immer noch besser als gar kein Sidekick. Gibt es einen Plan? Kommt drauf an. Ich habe von Rebellen reden hören, ja. Meist waren davor ein paar... Dann wäre das unser... Hast du... Ich bin erst ein, zwei Monate wieder da und war meist mit Nisten beschäftigt. Toll. Warte mal, Nisten? Stopp! Machen wir an dieser Stelle ein... Was ist das? Das Journeyman ist geschlossen, doch Gäste und Gratulanten sind im Rooster and Kitten herzlich willkommen. Auf der Alreda-Allee in der Nähe des Südtors. Und hier ist ein Bild von Rooster and Kitten. Soll wohl ein Gockel und ein Kätzchen sein. Genau. Eine Muschi reitet auf einem Pi... Spinn ich? Spinnst nicht. Gut, gut, gut. Tja, wenn's denn der Wahrheitsfindung dient. Auf zum Pipan, zum Rooster and Kitten. Das Journeyman ist geschlossen. Das ist verrückt. Ich bin wirklich, wirklich hier. Und ich erinnere mich an alles. Naja, ich erinnere mich an manches. Vieles sieht doch etwas ab. Diese Rohre sind... Aber weißt du, dann ist das Rooster wohl unser nächster Halt. Und Ulvik, der Immerdurstige? Gehört hier an jeden Namen ein Adjektiv? Zoe, die ständig Verirrte. Stimmt, zum Rooster and Kitten. Ich habe gehört, dass die Leute vom Erntemond reden. Das muss alles Teil der Erntefeierlichkeiten sein. Sie ist mit den Rohren verbunden. Sieht steampunkig aus. Sehr retrofuturistisch. Ich habe absolut keine Ahnung, wozu die Dinger gut sind. Eine Karte der Stadt. Das könnte ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Die Asadi erinnern mich an das Ei. Faschistische Soldaten sind überall gleich. Selbst über Paralleldimensionen hinweg. Mir gefällt ihr Stil.
Vielleicht kann ich eine von Arcadia beeinflusste Modelinie einführen, wenn ich zurück bin. Die Leute sehen recht freundlich aus. Aber ich sehe nur Menschen, keine magischen. Was ist mit ihnen passiert? Nächste Woche, oder nicht? Also, wie Sie läuft wollen, das dass Geschäft? Es mit dem Ernte... ziemlich gut. Ich meine, das Ernte... Was soll das alles überhaupt? Weiß irgendwer, wozu die Rohre gut sind? Das ist... Die Asadi erinnern mich an das Ei. Faschistische Soldaten sind überall gleich. Selbst über Paralleldimensionen hinweg. Und wie? Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Mir gefällt ihr Stil. Vielleicht kann ich eine von Arcadia beeinflusste... Das Rooster and Kid... Ich geh rein. Tja, was kann ein freier Vogel sonst tun? Ich würde hier warten. Oder da drüben, wo es kält. Starr mich nicht. Tu ich nicht. Die Leute, die in Kneipen trinken, sehen doch überall gleich aus. Die Kleidung mal ausgenommen. Und die Getränke. Willkommen im... Hey, Was? Was? Was ihr nicht sagt. Von wo genau kommt ihr? Ich habe keine Ahnung. Jetzt wünschte ich, ich hätte diesen Improvisationskurs gemacht. Sag was, sag irgendwas. Ich muss mir einfach was... Ich bin aus dem Norden. Ach ja? Ja, und auch von jenseits der... Kann ich... Von innerhalb dieses Kreises. Na schön. Nun, ich bin kein... Also... Tut mir leid. Wisst ihr, ihr seid die erste Person, die sich von dieser Frage verwirren. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Nein, nein, Sie... Ihr seid völlig gastwirtlich. Die Kleidung, die ich trage, ist warm und kratzig. Und ich habe dringend eine Erfrischung nötig. In der Stadt... Was bestellt man in einer altertümlichen Taverne? Met. Met? Nein, Bier. Warmes, dunkles, bitteres Bier. So dick wie Haferbrei. In einer Art Metallkelch. Geeignet zum Werfen in volltrunkenem Zustand. Und ihr... Ja, ich war schon mal in so einem Laden. Offensichtlich. Seid ihr sicher, dass ihr hier... Ganz und gar... Ehrlichkeit hat das Gift eurem Aufzug nach und... Naja, allem an euch würde ich sagen, dass ihr... Tja, zwischen den Nichtsnutzen, die... Vielleicht hat er recht. Ich bin sicher, dass dieser Ort... Nein, ich mag solche Orte. Ich stehe auf Spelunken. Tut mir leid, das... Das ist seit langer Zeit... Wirklich? Also, womit... Auf dem Weg die Stadt hat... Diese Kneipe hieß nicht Rooster and Kitten, als ich das letzte Mal... Bislang habe ich nur Männer... Er hat etwas von einer Zeremonie... Ich frage mich, wozu sie diese Drachen über der... Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Soldaten gesehen. Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich... Es ist eine Weile her, seit ich zuletzt hier war. Was gibt's neu? Eurem Alter... Vielleicht ist euer letzter Besuch... Oh, mindestens anderthalb... Mindestens? Naja, es gibt keine Altstadt mehr. Außerdem haben die Asadi ein Netz aus Metallrohren aufgebaut. Es ist... Und sie haben ihren Turm vollendet. Er ist bis... Auf diese... War das hier... Das Cock and Puss. Ja, da hielt sich jemand für wild. Der großspurige Gockel, der so gerne Hahn im Kopf. Ja. Mir gefiel das nicht. Zu wohl überlegt, um gut zu sein. Damit konnte ich mich anfreunden. Das ist süß. Auf. Bislang habe ich nur Menschen gesehen. Wo sind die ganzen Mar... Das wisst ihr nicht? Nun, sie wurden in ihre ursprüngliche Heimat. Das ist zu ihrem eigenen Besten. Makuti, die Magischen haben es im... Ihr klingt nicht über... Ich bin sie.
Auf dem Weg hierher habe ich... Leiten die As... Oh, das tun sie. Der Rat leitet die Stadt. Die Abgesandte ist... Klingt nach einer guten Übereinstimmung. Zu unserem Schutz und unserem Wohl. Sie sagen... Er hat etwas von einer... Was hat es mit der... Das ist die offizielle Vorstellung des Rohrnetzes. Die Zeremonie findet nächste Woche statt, am Tag des Ernte. Um ehrlich zu sein, wird es für uns Markurier keinen großen Unterschied machen. Wir werden... Ich meine, es ist Tradition. Falls dieser Ort eine Verbindung zum Widerstand hat, muss dieser Mann es wissen. Ich... Haben diese roten... Flieger? Sie sind... Was Tradition? Sie stehen für die Magie und sie symbolisieren den Widerstand. Gegen die Ast. Wenn ihr mit einem Drachen erwischt werdet oder auch nur zu... Am besten ignoriert ihr sie. Und... Ich höre ständig vom... Ich dachte, ihr wärt deswegen... Ja, bin ich. Das könnt ihr mir vielleicht mehr dazu sagen. Es ist unser Erntefest. Es findet statt. Wir feiern diesen Anlass ausgelassen einen Gang. Damit danken wir der Erde und dem Himmel, dem Gleich. Und es ist eine tolle Ausrede. Falls dieser Ort eine... Was wisst... Den Widerstand. Ihr wisst schon, die rippt den Aufstand. Wir reden hier nicht über... Oh, klar. Tut mir leid, ich... Ich sag euch was. Es gibt jemanden, mit dem ihr vielleicht reden wollt. Drüben in der Schmiede an den Grünanlagen. Das ist auf der anderen Seite der Stadt, beim Tor ins Gehäuse. Geht und klopft an der Tür, sagt ihnen, dass ihr euch... Und jetzt habe ich zu tun, fürchte ich. Ich habe meine anderen Gäste schon zu lange vernachlässigt. Oh, tut mir leid. Danke für all eure Hilfe. Ulvik scheint ein liebenswürdiger Mann zu sein. Er erinnert mich an Sully. Ich vermisse Sully. Jeder sollte Onor Hilleris wählen. Mir kommt er wie eine schleimige kleine Kröte vor. Er sagt viel Kluges. Was uns voranbringt, ist seine Selbst. Kein Sinn, gegen sie zu arbeiten. Er will alle Magischen loswerden. Na und? Die meisten sind doch sowieso schon gegangen. Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Ich habe eine Spur zum Widerstand. Ha, Mission ist mein zweiter Vorname. Nein, das stimmt nicht. Es ist Edward. Nein. Ich brauche einen Überblick über die Dinge. Versuchst du etwa mich los? Natürlich nicht. Aber mir wäre viel wohler, wenn... Ich fühle ein Schwä... Stolz? Nein, ich muss gleich rülpsen. Aber ich werde tun, worum du mich bittest. Und ich... Hau rein. Geronimo! Nein, andersrum. Ominorek! Also, wie läuft das Geschäft? Ziemlich gut. Ich meine, das Erntefest ist immer eine tolle Zeit für mich. Och, ich muss zugeben, dass ich schon... Wie? Ich meine, Bauern bringen eben Lebensmittel in die Stadt. Das machen sie nun mal. Das gehört zum Bauerndasein. Nächste Woche, oder nicht? Nein, das ergibt keinen Sinn. Die altertümliche Schmiede. Nein, das steht da nicht. Da steht nur Schmied. Das ist kein Mittelaltermarkt, Zoe. Die altertümliche Schmiede. Nein, das steht da nicht. Da steht nur Schmied.
Das ist kein Mittelaltermarkt, Zoe. Es ist niemand zu Hause. Hallo, ich bin hier wegen der Bibliothek? Ich weiß, das ist ein komischer Begrüßungssatz, aber jemand hat mir gesagt, das sei... Na gut, das heißt wohl, dass wir reingehen. Hami weiß es. Weiß was genau? Dass Kien noch lebt. Und der Schatten weiß, was er dem General sonst noch erzählt hat. Sie haben geredet? Meine Leute haben gesehen, wie der General den Maschinenraum an den Grünanlagen betrat. Alvane wurde kurz darauf beim Verlassen des Hauses entdeckt. Sie waren da drin allein mit einem der Techniker. Ferdus ist sein Name, glaube ich. Er ist nirgends aufzutreiben. Hami muss ihn irgendwo verwahrt haben. Einen Zeugen. Er weiß also, dass du ihn belogen hast. Noch wird er dir das nicht vorhalten. Nicht, bis er weiß, warum und was wir vorhaben. Ja, Hami ist schlau wie eine Felsenschlange. Und wir müssen ihn loswerden. Mutter Utana... Die sind wie Pech und Schwefel. Nicht ohne weitere Beweise. Ihr redet von einem Mordanschlag. Willst du was anderes empfehlen? Wir haben schon... Ich kann nicht einfach in Hamis Gemach spazieren und ihm die Kehle durchschneiden. Es muss wie ein Unfall aussehen. Die Zeremonie... Sie findet erst in einer Woche... Wir können es uns nicht... Bis er konkrete Beweise für unseren Verrat hat, wird der General seine Untersuchungen fortführen. Also die Zeremonie. Wir töten beide und... Aber für den Fall, dass er vorher handelt, muss ich bereit sein. Ich muss jene informieren, deren Treue zu... Psst. Komm her, mein Lieber. Keine Sorge. Wir werden das überleben. Wir überleben immer. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt zu scheitern. Der Apparat wird unser sein. Das Nordland wird unser sein. Die Leute des Generals werden sich nach Asadi... Und dann, endlich, werden wir triumphierend mit dem Licht der Göttin zurückkehren. Wir werden nicht scheitern, Liebster. Das ist der Wille der Göttin. Was ist das für ein Ort? Wohin bringt ihr mich? Kann jemand bitte mal was sagen? Ihr seid der Widerstand, stimmt's? Wisst ihr, statt mich zu entführen, hättet ihr auch einfach nett fragen können. Ich wäre mit euch gekommen. Ich wollte mit euch kommen. Immer noch kein Wort? Na schön. Bringt mich zu eurem Anführer. Das wollte ich schon immer mal sagen. Die Hirtin hat zu tun. Sie wird später mit dir reden. Jetzt sprecht ihr also doch mit mir. Gut. Ich möchte... Moment mal. An den Mann erinnere ich mich. Ist das nicht... Hör auf zu reden und geh weiter. Aber ich kenne ihn. Halt den Mund. Auf keinen Fall. Nein. Ihr könnt Makuria jetzt nicht verlassen. Wenn ihr nach GN reist... Was, wenn sie euch entdecken? Sie werden euch töten. Dann töten sie mich eben. Die Risiken sind mir bewusst, Eno. Ich weiß, dass ihr ihn beschützen wollt. Und das ist lobend. Ihr macht weiter. Ihr seid jetzt stärker. Ihr wisst, dass das nicht stimmt. Der General... Ich werde mit ihm gehen. Was? Und wir verlieren... Wir hatten Glück, nicht noch mehr Leute zu verlieren, als die Altstadt brannte. Seitdem sind wir ständig in der Defensive. Es ist nur eine Frage der Zeit, bitte. Jungs, ein Sittling-Schulmädchen könnte nicht weichherziger sein als ich. Und Bib ist auch mein Freund. Ich stimme der Hirtin zu.
Wir haben nicht mal mehr einen Heiler. Wie lange soll Na'ane noch in dieser Zelle schmoren? Dass sie zu Staub zerfällt. Weißt du was? Ich habe dieses Gerede von Verrat hier. Es geht nicht nur um den Job. Wenn ich nach GN reise, zu den Lagern, und wenn General Hami und Mutter Utana die Wahrheit darüber... Ihr habt bewiesen, dass ihr die Magischen als Personen seht. Diese Einstellung sollte sich jetzt in euren Worten spiegeln. Personen, Unschuldige, Frauen, Kinder, die Schutzlosen. Wenn Hami und Utana die Wahrheit erfahren, könnte das zu einem Sinneswandel führen. Wir können diesen Krieg nicht allein gewinnen. Vemin und Zahia sind zu stark. Aber wenn wir diese Unterstützung kappen, steigen unsere Springt nicht zum Bleiben und wir zögern nur das Unvermeidliche hinaus. Lasst mich gehen und wir könnten diesen Ihr macht es mir als Anführerin nicht leicht, Kien. Aber vielleicht nun gut. Mir gefällt das kein bisschen. Jetzt gleich, falls ich mich an Bord eines Wolkenschiffs schleichen kann, das... Tja, dann will ich euch nicht im Weg stehen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ihr habt eure Beweggründe dargelegt, Kien, und ich kann dem nichts entgegnen. Du machst also einen kleinen Ich weiß, dass die Hirten ihrer Vorbehalten. Wir können versuchen, den Status quo hier so lange wie möglich zu halten. Schärf deinen Hintern also nach GN. Rette den Jungen, finde Beweise und lass uns... Ihr müsst mich nicht auf diese Weise einsperren. Ich bin keine Asadi-Spionin. Ich bin... Normalerweise wäre ich an dem Verhör beteiligt, aber ich habe gerade keine Zeit dafür. Wenn wir jemanden herbringen, wird er da drin verhört. Diejenigen, die nicht antworten, werden nach unten gebracht. Normalerweise wäre ich an dem Verhör beteiligt, aber ich habe gerade keine Zeit dafür. Elkwan, was für lächerliche Tiere. Sie sind allerdings bequem zu reiten. Das Symbol des magischen Widerstands. Ein Drache oder Draik-Kin, wie sie in der Mythologie des Gleichgewichts genannt werden. Die meisten Bücher wurden verbrannt oder auf andere Weise beschädigt. Manche wurden gestohlen, entfernt, versteckt. Was ich da vorhin gesagt habe, es tut mir leid. Es ist beängstigend, wie leicht man Einzelne vergisst, wenn man fort... Wir reden ständig über unsere... Ihr müsst gehen. Das ist es, was uns ausmacht. Es geht nicht wirklich um ein höheres Wohl. Und das ist die größte kleine gute Tat. Ihr braucht euch nicht bei mir zu entschuldigen. Nur... Ihr brecht nicht ohne mich auf. Ihr werdet hier gebrochen. Diese Gefangenen. Eingesperrt von... Es ist nahezu sicher, dass das eine Mission ohne Wiederkehr... Wir dürfen euch nicht... Sie haben immer... Ich werde nie ihr Anführer sein. Um eine Chance gegen Sahia und Vemin zu haben, müssen wir General Versucht euch nicht umbringen. Habt ihr immer noch vor, mich danach... Davon könnt... Na... Hier geht es zu den Gemeinschaftsräumen, den Küchen, weiteren Zellen und Lagerflächen. Die Enklave ist ganz schön groß. Thank you.
Sie bringen die Magischen durch dieses Tor und auf das Wolkenschiff. Dieses Wolkenschiff liegt mit einer neuen Ladung Gefangener nach GN. Ich muss an Bord gelangen. Sie führen die Magischen durch dieses Tor auf das Wolkenschiff. Minuten, glaube ich. Es ist voll beladen, im Frachtraum ist... Was wollt ihr? Ihr solltet nicht hier sein. In ein paar Minuten, glaube ich. Es ist voll beladen, im Frachtraum ist kaum noch... Onor Hilleris hat diese Zettel überall aufgehängt. Es ist ihm ernst mit seiner Kandidatur. Unter seiner Führung würde die Stadtwache verfaulen und vermodern. Wer ist da? In ein paar Minuten, glaube ich. Es ist voll beladen, im Frachtraum ist kaum noch Platz. Sind das also die letzten Magischen? Aus dem Ghetto, ja. Ich meine, ein paar Versprengte gibt's wohl noch. Ich sehe sie frei rumlaufen, als wären sie Personen, keine Tiere. Es ist widerlich. Naja, sie sind nicht wirklich Tiere, oder? Sie sind irgendwie schon intelligent. Ohne den strammen Hahn und die anschmiegsame Mieze, die auf ihm reitet, wäre der Widerstand wirklich arm dran. Die Göttin vergebe mir. Das unterläuft mir immer wieder. Naja, sie sind nicht wirklich Tiere, oder? Sie sind irgendwie schon intelligent. Zumindest. Ich habe euch gesagt, ihr sollt verschwinden. Naja, sie sind nicht wirklich. Naja, sie sind nicht wirklich Tiere, oder? Sie sind irgendwie schon intelligent. Zumindest manche von ihnen. Nein, sie sind dreckige Tiere. Bin froh, dass wir sie loswerden. Dort muss es zur Sammelplattform gehen, wo Gefangene und Vorräte aufs Schiff gehievt werden. Marie ein langes Gespräch über Landwirtschaft geführt. Sie wirkte nett. Pass mal besser auf, was du da über deine Liebe für die Magischen sagst. Weißt du, es hat seinen Grund, dass die in die Lager verschifft werden. Aber ich... Ach, vergiss es. Du solltest sowieso da oben Wache halten und nicht hier unten mit mir reden. Was macht ihr da? Das Ghetto ist niedergebrannt worden. Was auch immer dort noch übrig ist, liegt in Trümmern. Hallo? Hallo? Hätte schwören können, dass ich was gesehen habe.
Sie führen die Magischen durch dieses Tor auf das Wolkenschiff. Hey, hey! Wir haben hier einen Rebellen! Mit diesem Hebel bedient man das Fallgitter. Kien, wo wollt ihr... Oh nein, nein, ihr werdet ihm nicht folgen. Es ist nicht nur das eine Leben. Die Asadi bringen die Magischen auf die Inseln. Männer, Frauen, Alte und Junge. Das endet jetzt. Der Widerstand wird auch ohne mich bestehen. Ich bin ein Asadi. Ihr seid ein Asadi. Ich sage nicht, dass es hinnehmt. Wollt ihr etwa jeden Magischen eigenhändig? Ihr verhaltet euch dumm und emotional und auch noch, ihr verlasst mich schon wieder. Was meint ihr mit... Mein Name ist nicht Anna. Ich meine, kommt schon. Ich benutze in jeder Stadt einen anderen Namen. In Zadir war ich Elena, aber meinen Namen habe ich euch nie gesagt. Ihr erkennt mich nicht wieder. Schon in Ordnung. Ich habe mich verändert. Ihr hattet mehr davon. Ihr seid das Mädchen, das ich vor Vermans Bande gerettet habe. Ja, ich bin das Mädchen. Was, das ist alles? Ich habe in den letzten 20 Jahren jeden... Jetzt fühle ich mich ja so... Verzeiht mir, Anna. Elena. Ich... Mir weh zu tun. Und sie hätten mich auch noch getötet, wäret ihr nicht gewesen. Ihr habt alles riskiert und für mich Partei. Das war das erste Mal, dass mir jemand... Ihr habt mich zu Mutter Utana gebracht und sie hat sich für eine Weile um mich gekümmert. Ich habe euch jahrelang aus der Ferne im Auge behalten. Aber ich wusste, ich würde euch eines Tages wiederfinden. Das war vor langer... Nein, ihr wart zwischendurch. Jetzt seid ihr der Junge, den ich kannte. Diesen kostbaren Augenblick lang vor allem. Der Junge... Deswegen müsst ihr gehen. Nicht, weil ihr ein Asadi seid oder der Apostel oder der... Oder weil ihr ein Egoist seid. Ihr müsst gehen, weil das ausmacht, wer ihr seid. Werdet ihr ihnen helfen, während... Das ist nicht mein Krieg. Vielleicht nicht, aber es ist meiner. Und... Ich wusste nicht, dass ihr anders... Ich habe mich verändert. Na schön, na... Wofür war das? Aus Liebe, Dummkopf. Ich liebe euch, seit ihr mich aus dieser... Ich weiß... Ich habe mehr als... Verdammt, ihr solltet lieber wiederkehren. Glaubt mir, Kien Alvane. Sonst gehe ich zum... Hey! Hey! Nachts wird nicht auf der Mauer rumgelaufen. Bleibt, wo ihr seid. Ihr seid verhaftet. Kien! Verlasst Makuria nicht ohne mich! Schnell, zieht mich hoch! Ich... Nehmt meine Hand. Haltet euch fest. Warum habt ihr mich hochgezogen? Weil ihr mich dazu aufgefordert habt. Ihr könnt einen wirklich zur Raserei treiben. Weil ich euch hochgezogen hab? Weil ihr mir nie einen Grund gebt, euch zu hassen. Abgesehen davon, dass ich euren Vater vor euren Augen ermordet habe. Ja, abgesehen davon.